Genau wie im Vorgänger sehen wir in Tears of the Kingdom wieder majestätische Drachen durch die Lüfte fliegen. Jetzt, wo das Spiel endlich draußen ist, gehen wir dem Ganzen noch einfach mal auf die Schliche und finden im heutigen Video raus, was es nun wirklich mit den Drachen auf sich hat. Heute geht es übrigens nicht um die Griogs, die auch als dreiköpfige Drachen als Gegner in Hyrule auf euch warten, sondern um die Himmelsdrachen, die wir bereits aus den Trailern und Previews kennen. Bereits im Tutorial werden wir mit Symbolismus zu Drachen konfrontiert, ob auf den mit Ultrahand verschiebbaren Plattformen, dem Äußeren der Schreine, dem Inneren der Schreine, Sonaugeräten oder auch zum Beispiel auf diesem Tor hier. Vom Logo von Tears of the Kingdom mal ganz abgesehen. Außerdem sehen wir hier bereits ganz am Anfang des Tutorials eine der majestätischen Kreaturen auf der vergessenen Himmelsinsel herumfliegen. Dieselbe, die nachdem wir das Tutorial abgeschlossen haben, auch die Wolken spaltet, sodass wir hinunter auf Hyrule blicken können. Sobald ihr in Hyrule unterwegs seid, werden euch bestimmt immer wieder die Geschöpfe des Himmels auffallen, die ihre Runden am Himmel drehen. Sie sind meistens aber so weit im Himmel, dass eine Interaktion mit ihnen quasi unmöglich scheint. Doch jetzt wird's interessant. Als ich während meinem Playthrough kurz AFK war, um mir kurz was zu trinken zu holen, ist das hier passiert. Als ich dann aus dem Augenwinkel gesehen habe, wie nah dieser Drache dem Boden war, bin ich natürlich direkt losgesprintet, um zu sehen, was da eigentlich gerade genau passiert. Und dabei habe ich diese unglaubliche Entdeckung gemacht. Der Drache, den wir hier sehen, trägt den Namen Nydra und ist laut dem Hyrule-Handbuch nach die Verkörperung von Eis in der Form eines Drachens. Zu meiner Überraschung ist Nydra nicht irgendwo im Himmel unterwegs, sondern fliegt hier ganz klar durch ein Loch in den Untergrund. Das musste ich mir unbedingt näher anschauen und deswegen bin ich sofort hinterhergesprungen, in der Hoffnung, mich irgendwie am Drachen festhalten zu können. Und siehe da, es funktioniert tatsächlich. Meine Befürchtung bestätigt sich und wir sehen hier den Beweis, dass Nydra sich tatsächlich durch den Untergrund bewegt. Als der Drache sich dann wieder so gerichtet hat, dass ich auch vernünftig laufen kann, habe ich mich dazu entschlossen zu schauen, ob ich noch mehr über den Drachen in Erfahrung bringen kann. Und wie ihr seht, bekommt man bei einem Treffer auf den Drachen eine Nydra-Schuppe gedroppt, die ihr sehr gut verwenden könnt, um eure Waffen mit Synthese zu verstärken. Nydra fliegt also tagsüber durch den Untergrund und fliegt während der Nacht dann wieder hoch in die Lüfte und umkreist das Gebiet um die Ranelle-Spitze bis nach Ost-Nikuta. Die Stelle, an der ich Nydra in den Boden habe fliegen sehen, ist übrigens hier, falls ihr den Drachen mal mit eigenen Augen sehen wollt. Außerdem konnte ich hier lernen, dass es pro Zyklus, also nachdem Nydra einmal die komplette Runde im Untergrund und auch am Himmel gedreht hat, man wieder eine weitere Schuppe bekommen kann. Man kann aber wirklich nur eine pro Runde bekommen. Außerdem solltet ihr hier unbedingt Kälteschutz dabei haben, da ihr sonst wie ich durchgehend Leben in der Nähe des Drachens verliert. Als ich mich ein wenig auf dem Drachen bewegt habe, ist mir dieser blau schimmernde Kristall aufgefallen, der sich an einem der Spitzen von Nydra befunden hat, was sich als Nydra Drachenstein herausgestellt hat. Auch diese könnt ihr sehr gut nutzen, um starke Waffen zu kreieren. Außerdem bekommen eure Waffen dadurch dann den Eiseffekt. Von diesem Drachenstein gibt es tatsächlich aber nicht nur einen, sondern wie ihr seht, unzählige hier überall verteilt auf dem Rücken des Drachens. Haltet also unbedingt Ausschau danach. Nachdem ich diese Dinge herausfinden konnte und mich immer weiter vor zum Kopf geboxt habe, wollte ich schauen, ob man auch auf den Kopf des Drachens klettern kann. Und siehe da, mit ein wenig Gespringe und Geklettere konnte ich mir den Weg zum Kopf erkämpfen. Als ich dann vom Kopf runtergerutscht bin, ist mir fast mein Herz in die Hose gerutscht. Da ist mir aufgefallen, dass der Drache einen Windstoß nach oben erzeugt, der uns ermöglicht, mit dem Paragleiter in der Nähe des Drachens zu bleiben oder sogar wieder hochzufliegen, wenn man runterrutschen sollte. Da hab ich nochmal Glück gehabt. Nach einer Reise durch den Untergrund ging es dann für Nydra wieder nach oben. Deswegen musste ich mich hier wieder an den Rücken des Drachens klammern, um nicht runterzufallen. Und wie wir hier sehen können, bewegt sich der Drache tatsächlich an einer anderen Öffnung als eben wieder an die Oberfläche. Da der Zyklus, von dem ich eben gesprochen habe, hier als abgeschlossen gilt, wenn Nydra den Untergrund durchquert hat und wieder nach oben in die Lüfte steigt, konnte ich mir hier sogar eine zweite Schuppe sichern, als wir die Oberfläche betreten haben. Schaden könnt ihr dem Drachen übrigens nicht zufügen. Genauso wenig wird der Drache euch angreifen, das einzige Gefährliche hier ist tatsächlich die Kälte. Nachdem ich all das über den Drachen in Erfahrung bringen konnte, dachte ich mir,
warte mal. Wenn der eine Drache in den Untergrund verschwindet, müssten die anderen Drachen doch eigentlich auch dasselbe tun. Oder? Finden wir es heraus. Der nächste Drache, dem ich auf den Grund gehen wollte, ist Farodra, der die Verkörperung von Elektrizität in Form eines Drachens ist. Diesen habe ich, glaube ich, auf meiner Reise in die Gerudo-Wüste schon mal gesehen. Wir begeben uns mal dorthin. Nach einer kurzen Suche habe ich dieses Loch hier in den Untergrund gefunden, welches mich verdächtig an das von vorhin erinnert. Wir warten hier einfach mal ab und schauen, ob was passiert. Und siehe da, auch hier kommt der Drache aus dem Untergrund geschossen und wir können uns wieder an ihn dranheften. Dieser Drache scheint keine Hitze oder Kälte zu verursachen. Das Gebiet, in dem er sich befindet, ist jedoch nachts sehr kalt, also bringt auch hier Kälteschutz mit, wenn ihr euch den Drachen aus der Nähe anschauen wollt. Passt hier nur auf die Elektrokugeln auf, die um ihn herumschwirren, die könnten gefährlich für euch sein. Bei Farodra ist mir übrigens noch was Neues aufgefallen. Als ich nämlich seinem Horn einen Angriff verpasst habe, ist dieses aufgeleuchtet und hat mir ein Farodra-Horn gedroppt. Das ist höchstwahrscheinlich auch bei den anderen Drachen möglich, habe ich zuvor wohl übersehen. Auch auf Farodra könnt ihr auf den Zacken diese Kristalle hier einsammeln, die sogenannten Farodra-Drachensteine. Diese könnt ihr dann verwenden, um mit Synthese starke Donnerwaffen herzustellen. Abschließend kann ich bestätigen, dass auch dieser Drache und damit schon 2 von 3 Drachen im Untergrund ihr Unwesen treiben. An der Oberfläche bewegt sich der Drache übrigens im Gebiet vom Gerudo-Tal bis hin zum Hyliasee. Dann fehlt jetzt nur noch Eldra, die Verkörperung von Feuer in Form eines Drachens. Ich bin mir ziemlich sicher, diesen Drachen auch schon einmal gesehen zu haben und nach kurzem Suchen bestätigt sich auch mein Verdacht. Auch Eldra kommt aus dem Untergrund geflogen in der Ebene von Ost-Akala und bewegt sich zu den Bergen von Eldin, wo er dann auch wieder in den Untergrund abtaucht. Auch bei Eldra könnt ihr die Schuppen, Hörner und Drachensteine farmen. Da ich hier aber leider keinen Hitzeschutz dabei hatte, war das bei mir hier leider nicht drin. Kommt also am besten vorbereitet hier hin, sonst verbrennt ihr elendig wie ich. Für mich hat's aber gereicht, denn ich konnte heute sehr, sehr viel über die Drachen in Zelda Tears of the Kingdom aufdecken. Wir wissen jetzt, dass die 3 Drachen sich in den Untergrund bewegen. Wir wissen jetzt, dass wir 3 verschiedene Itemsorten von den Drachen fahren. Und das sind meiner Meinung nach ziemlich geniale Infos. Wir konnten heute einiges über Drachen in Zelda Tears of the Kingdom rausfinden. Bin sehr gespannt, was das Spiel noch so alles für uns im Petto hat. Bisher habe ich auf jeden Fall großen Spaß mit diesem Spiel. Was haltet ihr von den Drachen? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Meinung zu dem Ganzen ist. Und natürlich würde ich mich auch sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wenn du auch wissen willst, wie du die komplette Map freischalten kannst, dann solltest du besser dieses Video hier schauen.